Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Anonymität im Internet. Heute schauen wir uns an, wie Onion Routing funktioniert. Das ist das, was das Tor-Netzwerk genau macht. Und ja, das ist natürlich nicht ganz einfach, wie ihr hier schon erkennen könnt. Es hat aber was mit Zwiebeln zu tun. Der Name kommt nicht von ungefähr, sondern es ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Also vor allem die erste Nachricht, die wir hier drüben sehen. Okay. Was wir jetzt hier machen wollen, wenn wir uns mit dem Tor-Netzwerk verbinden, als allererstes ist, wir wollen einmal hier mit dem Directory-Server kommunizieren. Der beinhaltet alle Tor-Knoten, die momentan existieren. Das heißt, der ruft einfach eine Liste an Tor-Knoten ab, das sind diese Nodes hier. Auch der Exit-Node gehört dazu. Diese drei Nodes hier werden uns dann sozusagen vorgeschlagen vom Directory-Server und wir können uns, also es wird eigentlich zufällig gewählt, welche drei Knoten man am Ende benutzt. Dann wird eine gesicherte Verbindung erstmal zu Knoten 1 aufgebaut, dann als wäre es ein Proxy, über diesen Proxy eine gesicherte Verbindung zu Knoten 2 und als wären es zwei Proxys eine gesicherte Verbindung zu Knoten 3, also zum Exit-Node normalerweise. Normalerweise benutzt man bei Tor, wenn man es nicht ändert, drei Knoten. Man kann aber natürlich auch mehr einstellen. Je mehr man einstellt, desto langsamer ist das Ganze, aber natürlich desto sicherer und desto schwerer herauszufinden, wer ihr wirklich seid. So. Jetzt, wenn ich hier eine Nachricht verschicken möchte, dann packe ich die erstmal ein. Also M ist meine echte Nachricht, die ich am Ende zu meinem Ziel rausschicken möchte. Und das wäre dann hier diese Nachricht M. Die wird erstmal verschlüsselt mit dem Public Key für den Exit Node, damit die Exit Node hier diese Nachricht auch auspacken kann. Das heißt, wir betreiben hier auch Kryptographie. Klar, es wird nicht eigentlich mit Public Key Kryptographie benutzt, sondern wir machen Schlüsselaustausch und benutzen dann am Ende eigentlich symmetrische Kryptographie. Das heißt, wir verschlüsseln diese Nachricht hier mit dem Schlüssel für die Exit-Node und damit die Exit-Node sozusagen sagen kann, hey, da drin war also die Nachricht M, die Nachricht M leite ich doch mal weiter an das echte Ziel. Das heißt, die Exit-Node ist sozusagen da, um die Sachen direkt ins Internet weiterzuschicken. So. Selbiges mache ich dann, also diese Nachricht hier mit dem einmal verschlüsselten, verschlüssel ich dann nochmal für den Knoten 2. Der Knoten 2 hat natürlich einen anderen Schlüssel, das heißt, wir müssen das Ganze nochmal neu sozusagen machen. Dadurch kommt immer diese Zwiebelschicht zustande, das heißt noch eine Zwiebelschicht mehr. So, und das Ganze mache ich dann natürlich auch nochmal für den Knoten 1. Das heißt, am Ende ist die Nachricht dreimal verschlüsselt. Die erste Node hier packt die Nachricht einmal aus, schickt sie an die nächste Node. Die nächste Node packt die Nachricht nochmal aus, schickt sie an die Exit Node. Die Exit Node packt die Nachricht nochmal aus und schickt die echte Nachricht, die natürlich auch verschlüsselt ist, weil wir mit HTTPS oder sonst irgendwas arbeiten oder mit TLS auf jeden Fall eigentlich, an youtube.com. Und dann haben wir hier natürlich, YouTube schickt die Nachricht zurück an die Exit-Node, Exit-Node schickt die Nachricht zurück an Node 2, das wiederum schickt die Nachricht zurück an Node 1 und Node 1 weiß, wohin die Nachricht muss und schickt sie an uns zurück. Ziemlich, ziemlich komplexe Sache das Ganze, vor allem, wenn ihr euch überlegt, dass das auch gleichzeitig eigentlich noch Mixes sind. Also es sind nicht volle Mixes, sie machen nicht alles, was ein Mix macht, aber sie versuchen zumindest die Techniken eines Mixes anzuwenden und müssen die Nachrichten kurz zwischenspeichern und versuchen die irgendwie zu vermischen. So, jetzt, wie kommen diese ganzen Nodes zustande? Die Nodes sind ganz normale Leute, so wie du und ich. Wenn wir uns ins Tor-Netzwerk einloggen, dann werden wir zu Nodes. Das heißt, wir empfangen Traffic. Wir bekommen irgendwie Traffic von irgendwo anders her und dadurch lässt sich jetzt nicht mehr rausfinden, ob diese Nachricht M, die wir hier verschicken an die Node 1, die am Ende bei YouTube landet, ob die wirklich von uns ist oder ob die vielleicht von jemand anders kam und wir nur als Node funktioniert haben. Das heißt, wir kriegen die ganze Zeit Nachrichten und mischen unseren eigenen Traffic da einfach irgendwie unter und dadurch sieht es so aus, als oder dadurch weiß im Endeffekt niemand, ob das jetzt wirklich unser Traffic ist oder ob das Traffic von irgendwo anders her ist. Im Prinzip wird dadurch jeder Client zu einem Mix und das ist ziemlich faszinierend, ist ein relativ spannendes Ding. Man hat im Endeffekt wirklich einfach alles zusammen gemischt. Eigener Traffic, fremder Traffic und dann noch über drei Proxys geleitet und am Ende gelangt man zu YouTube oder zu was auch immer ihr für einen Exit-Server haben wollt.
Die Verbindung über diese drei Knoten kann jederzeit auch noch irgendwie gewechselt werden. Das kann man einstellen, wie lange diese Verbindung bestehen soll. Und klar, das neue Einwählen mit den drei neuen Nodes dauert dann natürlich auch immer seine Zeit. Aber man kann so oft, wie man möchte, die Nodes wechseln. Aber beachtet bitte trotzdem, wenn ihr irgendwie persönliche Daten über dieses Netzwerk schickt, das heißt, wenn ihr euch bei youtube.com anmeldet, dann seid ihr absolut nicht mehr anonym, also für die Nodes vielleicht schon noch, weil die Nachrichten sind ja verschlüsselt, aber ja, man hat natürlich, YouTube weiß natürlich dann genau, wer sich eingeloggt hat. Und ja, es ist auch diese Liste mit den Exit-Nodes logischerweise ist auch öffentlich. Das heißt, man weiß ganz genau, wenn eine Nachricht, also wenn der Server eine Nachricht von einem Exit-Node empfängt, dann weiß der Server ganz genau, okay, derjenige befindet sich im Tor-Netzwerk. Denn Exit-Nodes gibt es nicht so viele. Ihr könnt einstellen, dass ihr zu einer Exit-Node werdet im Tor-Netzwerk, würde ich euch aber definitiv nicht empfehlen. Es gibt sehr, sehr viel bösen Traffic, sage ich jetzt mal, der dann von diesen Exit-Nodes geschickt wird. Und ja, das ist dann natürlich immer rechtlich ein bisschen ein Problem. Also ich weiß, dass unsere Uni einen oder meine Uni einen hostet, einen Exit-Node. Ich weiß aber auch zum Beispiel, dass der CCC einen hostet und ich weiß, dass die NSA mehrere tausend Exit-Nodes hostet. Denn von den Exit-Nodes kann ich natürlich jetzt hier den Traffic empfangen. Und wenn der Traffic zu der Zielseite nicht verschlüsselt ist, dann habe ich natürlich ein Problem. Sprich, die Exit-Node weiß ganz genau, auf welche Seite man hier geht und die Exit-Node weiß natürlich nicht, von wem der Traffic kommt, aber das lässt sich manchmal tatsächlich noch rausfinden, wenn wir hier eben zum Beispiel personenbezogene Daten in unserer echten Nachricht mitschicken. Das heißt, die Exit-Node kann natürlich auch die echte Nachricht lesen und wenn die echte Nachricht nicht verschlüsselt ist, HTTPS oder TLS generell sei da mal genannt, dann hat man natürlich ein Problem. Gut, das war's soweit erstmal zu unserem Onion-Routing. Wir sind aber noch nicht fertig, denn es gibt noch mehr, was das Tor-Netzwerk kann. Und zwar zumindest mal die Hidden Services, möchte ich da mal nennen. Die funktionieren nochmal ein bisschen anders. Die schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.